Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem neuen Tagesorakel für heute am Dienstag, den 12. März. Schön, dass du da bist. Warum auch immer kommt mir die gehängte Energie durch für manche. Der gehängte. Ja, wegen dem 12. heute. Der gehängte Nummer 12 in der großen Arkana im Tarot. Bei dieser Energie ist es so, man will gerne weiterkommen, man will sich gerne befreien, man will gerne eine Veränderung, aber irgendwie steckt man fest. Und das für jemand unter euch. Das mit dem Gehängten ist immer so eine Sache. Das hat häufig damit zu tun, dass es darum geht, etwas anders zu sehen, ja. Es geht um Erkenntnisse. Ein Bewusstseinswandel. Was darf ich weitergeben? Da kommt schon die Sonne raus. Schön. Gestern waren schon so schöne Energien, heute auch. Was haben wir hier? Vier Schwerter. Auch nicht übel. Und die 8 Münzen. Der Bewusstseinssprung, der Bewusstseinswandel, alte Strukturen, die eingebrochen werden hier, zerstört werden, aufgebrochen werden. Die Sonne ist also... lichtvoll, ne, ganz klar, lichtvolle Energie, positive Energie. Die Sonne ist ein Aufschwung, ja, also für alle, die sich in letzter Zeit ziemlich müde gefühlt haben oder erschöpft gefühlt haben, die Sonne bringt hier Lebenskraft rein für heute. Definitiv. Das ist eine sehr lebensbejahende Energie, eine Energie auch der Hoffnung, gerade in Bezug auf das gestrige Orakel, manche, die sehr in den Gedanken sind, in Bezug auf ja, Angst, Sorgen, vielleicht auch Zukunftsängste oder Hoffnungslosigkeit, sich eher in einer dunklen Stimmung befinden durch ihre Gedanken. Hier kommt Hoffnung rein, ja, hier kommt Licht rein in das Ganze, auch in deine Gedanken. Das ist ein Füllebewusstsein statt ein Mangelbewusstsein. Das ist Offenheit. Offenheit für den Tag, Offenheit für andere Menschen, Offenheit für Dinge, die einem vielleicht für gewöhnlich Sorgen bereiten oder Angst machen. Offenheit für das Leben, ja. Hier kommt Glanz in den Tag und Klarheit, ja. Vier Schwerter, das ist hier, die zeigen mir an, dass wirklich Heilungsbedarf besteht bei vielen unter euch und dass es auch manchmal schwer ist, eben Heilung zu finden oder zur Ruhe zu kommen, ja, gerade auch in den Gedanken, dass es manchmal schwierig ist, zurückzuziehen von all den negativen Energien, die auf einen einströmen, von außen, aus diversen Richtungen, aus diversen Gründen sozusagen. Hier kommt mir Stille durch. Deswegen soll ich nicht reden. Deswegen, wenn ich mich hier weiter rein stürze in diese Energie, kann ich nicht reden, weil ich Stille fühle. Ja. Angenehme Stille. Mit der Sonne im Rücken. Hier sind Sonnenstrahlen. Angenehme Stille mit der Sonne im Rücken, mit der Lebenskraft im Rücken, mit der Lebensfreude. Das ist ein Aufschwung, den ich hier wahrnehme. Es ist wie die Sonne geht auf, die dunkle Nacht geht zu Ende. Und ja, die Nacht kann auch schön sein, weil in der Nacht sieht man die Sterne, es kann romantisch sein und so weiter. aber die Nacht kann auch Angst machen, gerade wenn man sich nicht wohlfühlt. Also die Dunkelheit kann Angst machen. Und so nehme ich das auch wahr, die Sonne kommt jetzt hier rein und erhält das Gemüt, bringt Lebenskraft hier rein. Das wirkt sehr gesund hier. Sehr im Einklang mit dir selber.
Die 8 Münzen liegen hier noch. Und zwar, das ist ein Hinweis darauf, beschäftige dich mit den Dingen, die dir gefallen. Okay? Beschäftige dich mit den Dingen, die dich begeistern. Weil in diesem positiven, aufgeladenen, mit Lebenskraft aufgeladenen Zustand kommst du optimal hier weiter. Im optimalsten Sinne. Du erreichst einen guten Fortschritt und es kommt auch etwas von Qualität dabei raus. Okay, also deine Arbeit wird sich hier mehr als lohnen für dich, auch für deine Lebensfreude. Es macht dir vielleicht Spaß, es lädt dich noch mehr auf, es spendet dir noch mehr Energie, anstatt sie dir abzuziehen. Und es kann auch ein Aufschwung für den Geldbeutel zum Beispiel sein. Oder je nachdem, was auch immer du erschaffen tust, was du tatkräftig tust. Du hast hinterher was davon. Wirklich von Qualität. Ja, also das ist wie so, was auch immer du heute erschaffst, jeder hat etwas davon. Jeder hat etwas davon. Und viele sind hier am produktivsten und am besten unterwegs, wenn sie alleine sind. Alleine, für sich komplett abgeschieden und alleine in Ruhe. Ja, das ist hier eine Herausforderung heute. Vielleicht, ja, klar, wir sind nicht allein auf der Welt. Vielleicht hast du immer mal jemanden, der um die Ecke kommt und will was. Oder das Telefon klingelt, das Handy klingelt. Oder die Tür klingelt. Sowas nehme ich hier wahr. Ein positiver, produktiver Tag. Voller Lebenskraft. Was darf ich als Rat noch weitergeben? Oder wenn du dabei bist, etwas Neues zu lernen, dir neue Fähigkeiten oder neues Hobby anzueignen, oder dich deinen Talenten zu widmen. Heute ist ein perfekter Tag dafür. Das auszubauen, das weiterzuentwickeln. Mit dem Fotograf hinterfrage, ob das Bild, das du im Kopf hast, stimmig ist. Versuche, die Situation aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Ein wichtiger Hinweis für heute. Nochmal drüber nachzudenken, ob ein gewisses Bild stimmig ist über dich selber, über andere Leute, vielleicht auch über gewisse Situationen, die dir Sorgen bereiten. Gerade, also ich kann dir das Orakel von gestern empfehlen, ne? wo es darum ging, dass die eigenen negativen Gedanken einem manchmal ganz schön im Weg stehen können, okay? Oder den Tag versauen können. Aber vielleicht interessierst du dich auch für Fotografie. Dinge aus mehreren Perspektiven zu betrachten, ist hier auch ein Vorteil, bringt auch Klarheit und Erleichterung mit rein. Aha. Für manche, ja, das ist das, wo man rauskommt. Traufe. Wenn du jetzt nicht aufhörst, machst du es noch schlimmer, vom Regen in die Traufe. Hier hört etwas auf, ein negativer, dunkler Zyklus geht zu Ende. Ja, das hat mit ganz viel Selbsterkenntnis auch zu tun. Gerade in Bezug auf das gestrige Tagesorakel, hier haben wir noch die Zwillingsseele. Falls du eine Frage in der Liebe hast, ja, er, sie ist dein perfektes Gegenstück. Liebe liegt in der Luft. Ja, die Liebe kann auch so viel bewirken, so viel Lebenskraft spenden, so viel Hoffnung geben, einen so glücklich machen. Was darf ich als Rat noch weitergeben? Für alle, die hier mit in Resonanz gegangen sind. Okay. Oh. Schau, an der Unterseite, die Innenschau, ich bin bei mir. Das ist die Herausforderung, zu dir zu kommen, aber das wirst du meistern. Ich wage einen Blick nach innen und erblicke mein tiefstes Inneres.
Es bedarf einigen Mutes, den ich gerne aufbringe angesichts der Früchte, die ich ernten kann. Ganz tief schaue ich in mich hinein und entdecke die Wahrheit. So bin ich wirklich, viel mehr als mein Äußeres mir je zu verraten mag. Ich fühle eine Stärke, die ich jetzt annehme, mehr und mehr. Da ist die Stärke. Und was ich auch wahrnehme bei, das ist aber speziell, das wird nicht auf alle zutreffen, dass die Zwillingsseele, wenn es deine wahre Zwillingsseele ist, dass sie dir hilft, in deine Stärke zu kommen, allein durch ihre bloße Anwesenheit in deinem Leben, okay? Dass sie dir hilft, in deine Stärke zu kommen, dass sie dir hilft, dich zu entfalten, an dich zu glauben, zu wachsen, zu heilen und so weiter und so fort, okay? Ah, und dann kann es eben auch noch sein, falls du in der Vergangenheit viel zu viel auf dein Äußeres geachtet hast. Ja, sieht man dich jetzt von deiner Schokoladenseite? Bin ich richtig beleuchtet? Habe ich das Richtige an? Oder wie liegen jetzt meine Haare? Wenn du in der Vergangenheit, wenn es da ein Thema gab mit deinem Aussehen, wie du dich der Welt zeigst, in Bezug auf viel zu perfektionistisch zu sein, anstatt natürlich zu sein, loszulassen. Sie ist natürlich hier. Das nehme ich ja auch wahr mit dem Fotograf bei manchen. Dass ihr da ein Thema heilen könnt, loslassen könnt in Bezug auf euer Aussehen, dass ihr da entspannter werdet. Und das heißt nicht, dass ihr euch gehen lasst. Ja, dass ihr entspannter werdet. Und dann strahlt ihr eine natürliche Schönheit aus. Ihr seid dann trotzdem schön. Dass man da in der Vergangenheit manchmal ziemlich auch unter Druck stand in Bezug auf das Aussehen, vielleicht auch aus dem Umfeld. Wer weiß, in was für einem Umfeld du bist. Ja. Okay. Eben, Wahrnehmung. Ich höre zu. Mein Gegenüber erzählt mir von seinem Tag. Es steckt so viel mehr Information zwischen den Worten, als ausgesprochen wird. Aufmerksam nehme ich den Klang seiner Stimme wahr. Gefühle schwingen in dem Gesagten mit und ergeben ein ganz eigenes Konzert. Die Geräusche aus meiner Umgebung fließen ein und erschaffen neue Töne. Meine Sinne sind ganz wach. Und dabei belasse ich's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns gerne morgen wieder, liebe Seele. Bye, bye.